Im Park des Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern, idyllisch am Tegernsee gelegen, glänzen zum dritten Mal automobile Kostbarkeiten aus unterschiedlichen Epochen um die Wette. Der Concours d'Elegance Tegernsee ist ein Schönheitswettbewerb, der von Retro Promotion organisiert wird und für Zuschauer eine interessante Mischung aus Oldtimern und den jungen Sammlerfahrzeugen, den Neoclassics, bietet. Sieger des diesjährigen Concours am Tegernsee, prämiert als Best of Show, war der Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1957, der die 12-köpfige Jury mit seiner Originalität bestach. Die Siegerehrung fand direkt vor dem Hotel und der Kulisse des berühmten Malerwinkels statt. Der Concours d'Elegance Tegernsee blickt zurück auf eine langjährige Tradition, deren Ursprung Retro-Classics meets Barock ist. Bei dieser offiziellen FIFA-A-Veranstaltung sind die automobilen Klassiker Kunstobjekt, Kulturgut und Fahrzeug zugleich und vermitteln das Lebensgefühl einer Epoche, in der Automobile mehr waren als nur ein Fortbewegungsmittel. Für Automobilliebhaber gab es bei dem diesjährigen Concours d'Elegance viel zu sehen. Ältestes Fahrzeug auf der Hotelwiese war ein Mercedes-Benz 680S aus dem Baujahr 1928. Diesem schreibt man zwei charakteristische Eigenschaften zu: kraftvoll und voluminös. Er war in den 20er Jahren der ganze Stolz des Stuttgarter Autobauers. Der Mercedes-Benz wurde von der Jury mit dem Preis Ältestes Fahrzeug im Concours ausgezeichnet. Mit Stolz konnte auch der Fahrer des Bugatti T57C Stelvio von 1937 sein Fahrzeug präsentieren. Ein viersitziges Cabriolet, das nach dem berühmten Stelvio-Pass benannt wurde. Die Karosserie wurde von Gangloff gefertigt. In der Klasse Vorkriegsfahrzeuge offen und geschlossen wurde der Bugatti T57 mit dem Klassensieg ausgezeichnet. Ein Highlight im Feld der Nachkriegsfahrzeuge 1946 bis 1955 war der Maserati A6G-54 aus dem Jahr 1955, der mit einer Sonderkarosserie von Frua ausgestattet ist. Die elegante Seitenlinie und die sprunghafte Anmutung wurde von Michelotti für Frua gezeichnet. Michelotti wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Die Jury verlieh dem Maserati A6G den dritten Platz in seiner Klasse. Auf dem ersten Platz kam der Mercedes-Benz 300 SC von 1955. Und der zweite Platz wurde durch das Aston Martin Lagonda Drophead Coupé belegt, dessen Besitzer sich über die Auszeichnung ganz besonders freute. Es gab viele Raritäten auf dem dritten Concours d'Elegance Tegernsee. Eher unauffällig stand der Gutbrot Superior Luxus 700E am Rande des Feldes. Die jungen Besitzer hatten das Fahrzeug aus einem Garten gerettet und mühevoll wieder aufgebaut. Die Jury belohnte diese Mühe mit dem Sonderpreis Wirtschaftswunder. Auch etwas versteckt stand die Straßenversion einer Rennsportlegende, der Pizzarini 5300 GT. Der Hybrid aus italienischem Design und amerikanischem Motor begeistert mit seinem flachen, aggressiven Design Besucher und Jury. Er erhielt den Preis für den besten Originalzustand restauriert. Der Preis für den besten Originalzustand unrestauriert ging an die Besitzerin eines silbernen Ferraris 356 GT 2+2, den sie von ihrem Mann zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Ferrari ist eine Marke, die das Publikum stets begeistert. Am Tegernsee waren in diesem Jahr einige weitere Exemplare zu bewundern. Darunter auch das Einzelstück, dem Ferrari 356 GTC-4. Ein Unikat, weil die Farbe nur ein einziges Mal ausgeliefert wurde. Puristen sehen ihn nicht wirklich als Ferrari. Aber der Dino ist dennoch der kleinste in der Reihe der Fahrzeuge mit dem tanzenden Pferd. Der Motor des Ferrari Dino wurde später dann auch in den Lancia Stratos verbaut, der ebenfalls im Feld zu sehen war. Eine Besonderheit des Retro Classics Tegernsee Concours ist das Feld der Neo Classics. Sammlerfahrzeuge, die zukünftig zum Klassiker werden könnten.
Hier dominierten natürlich die jetzigen Supersportwagen und Hypercars, wie zum Beispiel der Ford GT40 1966 Heritage Edition von 2017 oder auch der Aston Martin DBX von 2021. Auch hier wurden die einzelnen Klassensieger prämiert, wie zum Beispiel der BMW i8 als innovativste Fahrzeugtechnik. Der Aston Martin New Vantage Roadster als sportlichstes Fahrzeug offen oder aber auch der Ferrari 812 Superfast als sportlichstes Fahrzeug geschlossen. Sieger in der Klasse Youngtimer wurde der Ferrari 550 Maranello von 1999.